Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Willkommen zurück. Und ich hoffe mal ohne Probleme vom Zickenlein OBS Studio. Sonst werde ich richtig sauer. Und glaub mir, das verträgt OBS nicht. So, wir haben das letzte Mal hier in der Höhle, hier in der Mine hinten Flint gefunden, haben jetzt ein Netherportal erbaut. Und ich glaube, ich werde mich als erstes mal mit den Plünderern hier ein bisschen wieder prügeln. Weil ich will mal was austesten. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Waldbrand auslöse. Ja, hier bin ich. Hier, komm. Komm her. So, das wollte ich damit bezwecken. Na komm, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Dann ist der eine da runtergefallen, oder was? Ja, da guckst du was. Boah, jetzt reicht's mir. So, leider haben wir das Banner nicht gekriegt, aber das ist nicht schlimm. Oder haben wir's? Nö, ist nicht schlimm. Weil so könnt ihr zum Beispiel auch verhindern, dass ihr diesen Debuff bekommt. Sollte natürlich möglichst keine Bäume anzünden. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich will jetzt in den Nether ganz kurz mal reingucken nur. Und wenn dann nötig, ganz schnell wieder raus. Ich hoffe, wir sind an einer Stelle, wo kein Gas da ist. Und ich hoffe, es überlebt hier mein Computer. Und weh, OBS, du magst wieder irgendwelche Faxen. Let's go. Okay, das ist eine sehr ungünstige Stelle für ein Netherportal. Und dann gehen wir wieder raus. Weil bevor wir da reingehen, brauchen wir noch was. Ich denke mal, dass das hoffentlich so richtig ist. Wir brauchen Aufbaumaterial. Und wir brauchen einen Goldhelm. Weil... ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es halt gehört, du brauchst halt einen goldenen Rüstungsgegenstand, damit dir die Wesen in diesem Portal, also in dieser Welt, nichts tun. Was ich zwar nicht so ganz glaube, aber schauen wir einfach mal. Warte mal, ich brauche... Ich brauche... 1, 2, 3, 4, 5. Also zwei Goldbahnen. Schauen wir mal. So, einen Goldhelm bitte. Dankeschön. Okay, meinen Diamanthelm, den tue ich erstmal hier rein. Den nehme ich jetzt mit. So, setze ich den Goldhelm auf. Genügend zum Essen, ja, müsste ich doch ein bisschen mehr mitnehmen.
Wir haben auch noch ein paar Äpfel. Gut, nehmen wir auch mit. Wir nehmen jetzt jeden Krümel mit. So. Auf gut Glück gehen wir jetzt einfach mal da rein. Aufpassen, mal Material ein bisschen haben wir dabei. Ich will ja nur ein bisschen mal reinlinsen. Dann kann das jetzt auch ruhig Nacht werden, weil wir brauchen hier und da drüben keine Nacht. Ich mach trotzdem hier mal zu. Dann gehen wir einfach mal rein. Okay, da unten ist absolut jene Leere. Ein paar Fackeln brauchen wir. Okay, sie tun anscheinend uns nichts. Hallöchen. Also er tut uns sowieso nicht, der Kleine. Mal sehen, wie die Pick wir hier drauf reagieren. Ja. Also er tut uns nicht, die tun uns gerade... Ja, die, das sind die Zombie-Picklen. Die tun einen sowieso nichts. Ist nur die Frage, ob er uns hier was tut. Nee, er tut uns auch nichts. Okay, dann klappt das also. Hi, mein Freund. Da ist Glowstone. Das hätte ich gerne. Ich hoffe, die hier tun mir auch nichts. Wusst mir was? Jetzt haut er mich. Oh, ich hau lieber ab. Wieder schnell zurück. Das war jetzt erstmal der erste kleine Spaziergang im Mineta. Also anscheinend tun die was, wenn man ihnen denn ihr Golderze abbaut. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt auf einmal doch was getan hat. Anscheinend dürfen wir hier ihr Gold nicht abbauen. Da haben wir Netherquarz, da haben wir Glowstone. Haben wir gleich ein neues Rezept. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesen Glowstone-Blöcken? Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Was wir vielleicht machen können, ist für die Xylotls beispielsweise ein bisschen Beleuchtung unter Wasser. Gehen wir mal unter Wasser, schauen mal, wo die da am tiefsten sind hier. Ich glaube, dann setze ich hier einen hin. Ja, Kleiner, wenn du da rumwählst, kann ich euch hier kein Licht hier unten machen. So, dann habt ihr hier unten... Aua! Die haben jetzt mich nicht angegriffen, keine Sorge. Ich hab's das ja gesehen. Mal kurz vorm Ertrinken. So, dann haben wir das schon mal. Wir werden schon öfters jetzt in den Nether gehen, keine Sorge. Aber
Wir haben jetzt eine Diamantrüstung, klar. Wir haben ja ein Goldding. Die haben uns ja am Anfang nichts getan. Vielleicht beruhigen die sich auch wieder. Wer weiß, wer weiß. So. Guck mal, wie viele Eier haben denn die Hühner jetzt schon für uns wieder parat? Ja, du bist jetzt Geschichte. Ich bin doch doof, wieso hau ich es denn da rein? Ja, dann merkt man, es ist spät. Es ist schon 4 Uhr früh, nur so by the way. Jawohl. Jetzt haben wir schon 4 Hühner. Das heißt, für die anderen Hühner jetzt, werde ich jetzt so machen, Freunde. Schlachtzeit. So, ein bisschen Hühnchen. Oh, das schaut etwas fragwürdig aus, oder? Aber gut. Dann ist das hier schon mal Geschichte. Alter, das Knistern hat mich jetzt voll verjagt. Man merkt, ich bin ein bisschen angespannt. Habe ich eine Axt dabei? Verdammte Axt, ich habe keine Axt dabei. Okay. Da ist Erde. Ich würde mal sagen, das mit Glowstone und Netherquarz, das schmeißen wir hier rein. Essenstechnisch habe ich eine Essenstruhe. Ja, Mischung aus Essenstruhe und sonst was. Da kommt das Hühnchen. Oh ne, Schmarrn, das Hühnchen kommt hier rein. Komm. Mal gleich wieder was zum Essen. Ja, Glowstone kommt hier rein. Das Jolt. Dann von mir aus hier rein. Die Axt. Die Äxte nehmen wir wieder raus. Den Goldhelm, den tausche ich aus wieder gegen den Diamanthelm. Da ist noch ein Ei drin, das kommt hier raus. Die Federn kommen hier rein, weil dann weiß ich gleich, wo die sind. So. Stein. Stein oder nicht Stein, das ist hier die Frage. Ich brauche eine Essenstruhe, definitiv. Habe ich hier irgendwo noch Holz? Ja, das Akazienholz, das sieht aus wie Steinziegel. Warum auch immer. So, zack, zack. Okay, man kann sowas zusammenwürfeln, das ist interessant. Essenstruhe schmeiße ich jetzt einfach mal. Ja, dahinter, hinter meinem Bett. Dann kann ich gleich vom Bett aus naschen. Dann nehmen wir das Ganze hier mal raus, was mit Essen zu tun hat. Dann ist das ein bisschen leer wieder. Leerer. Oh, das Weizen werde ich jetzt noch nicht ummodeln. So Brot. Weizsack schmeiße ich hier rein, das ist mich leicht zu merken. Das kommt hier rein. Dann kommt hier rein. Lass mal nicht so viel immer mit rumschleppen, versteht ihr? Ja, jetzt müssten eigentlich auch irgendwann mal so per Zufall ein Picklin oder ein Zombie-Picklin da durchschlüpfen. Weil komischerweise, wenn diese Picklins, die normalen Picklins, also nicht die Untoten, da durch die durch das Portal kommen in die richtige Welt, dann verwandeln sie sich in Zombie-Picklings. Warum auch immer. Hier hat nichts gebracht, gut. Ja. Okay, wir müssen weiter Stein broten.
So. Ja, Bruchstein müssen wir sowieso sammeln. Also von daher. So, da, das Hühnchen ist fertig. Warte mal, da unten habe ich doch Stein mit rein. Kann. Ja, wir gehen jetzt auch ein bisschen noch Bruchstein sammeln. Aber erstmal machen wir das. Dass wir das schon mal bereit haben. So, meine Diamantpicke, die will ich jetzt mal kurz beiseite legen. Weil jetzt brauchen wir kein Obsidian abbauen. So. Aber Bruchstein brauchen wir noch ein bisschen. Dann gehen wir wieder runter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt die andere Beleuchtung, die so dieses düsterne, steinige ist, dass das diese übersprungenen Frames durch Codierungsverzögerung getriggert hat. Schauen wir mal. Ich hoffe mal nicht für OBS. So, ich mache jetzt einfach mal diesen Gang einfach mal ein bisschen breiter. Da sammle ich jetzt ein bisschen Bruchstein noch in dieser Folge. Aber sagen wir so, diese normalen Picklings, also diese Lebenden, das ist halt, das kannst du jetzt schon quasi sagen, das ist noch so Standard. Also die wirklich miesen Viecher sind nicht diese Picklings. Also meiner Meinung nach. Sondern eine andere Mobart. Die mich schon weitaus mehr auf die Palme gebracht hat. Ja, toll. Wenn man die Fackeln im falschen Slot hat, also eigentlich, ja, eigentlich im richtigen, aber doch im falschen. Bruchtiefenschiefer würde auch gehen, aber ich bleib mal erstmal beim traditionellen Bruchstein. Ja, da haben wir noch Redstone vergessen. Wahrscheinlich war es halt wirklich nur ein kleiner Schluck auf. Ich hoffe mal. Ich weiß schon, ich klinge schon wieder mit wie Mr. Paranoid, also Mr. Ich bin paranoid, wenn mir was passiert ist. Wenn es nur ein kleiner Schluck auf war. Ihr dürft ruhig in den Kommentaren schreiben, Hashtag Mr. Paranoid. Dürft ihr ruhig schreiben, ist sogar erlaubt, ist sogar erwünscht. Seht ihr, es lohnt sich sogar ein bisschen Bruchstein wegzubauen. Da haben wir schon wieder Eisen. Das war eine Eisenspitzhacke. Ja, das Roheisen sieht auch richtig gut aus. Okay, es sieht ein bisschen aus nach Fleisch, aber wir wollen mal nicht so kritisch sein. Weil ich baue auch Bruchstein mit einem guten Sinn und Zweck ab, weil ich habe vor, meine Bude, ja, das ist wieso nicht die fertige Behausung, die ich hier habe, Freunde. Ich will die auch noch ein bisschen umbauen. Dazu brauche ich Steinziegel, Fichtenholz und Eichenholz. Und ein bisschen Birke. Das heißt, ich habe schon vor, meine Bude schon ein bisschen noch aufzuteilen in Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Keller, Vorratskammer, Verzauberungsraum, Alchemielabor und so weiter. Kinderzimmer, nee, eher weniger. Also hier Kinder in die Welt zu setzen, glaube ich, wäre keine so gute Idee. Einfach mal hier alles immer weiter rausbuddeln. Da haben wir schon wieder Redstone. Da haben wir wieder Eisen. Mit Redstone will ich auch noch sehr viel in diesem Let's Play arbeiten. Aber man muss ja auch aufpassen, man kann mit Redstone auch sehr viel Scheiße bauen. Zum Beispiel, dass das Spiel abstürzt.
Das kann man natürlich auch noch bewerkstelligen. Was ist das hier? Aufpassen wegen Creeperlein. Der ging allein. Leuchtet das Ganze hier mal ein bisschen aus. Ich markiere das, dass ich mal weiß, dass ich hier raus muss, wo die zwei Fackeln sind. Okay, ab da darf halt eigentlich nichts mehr spawnen. Hoffe ich mal. Dann nehmen wir das Eisen hier auch nochmal mit. Und das alles andere, was wir hier gesehen haben. Natürlich das Erz, was jetzt da bei der Lava ist, werde ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Vielleicht später. Vielleicht gehe ich nochmal in diesen Bereich rein. Oder komme per Zufall nochmal rein. Hat er alles eingesammelt da? Das ist, glaube ich, Kupfer da oben, oder? Und da ist Jolt. Ein Jolt. Und bisschen Kupfer. Ja, ein bisschen Kupfer. Und dann gehen wir wieder raus, weil das ist mir jetzt nicht so wichtig. Sondern, wie gesagt, Bruchstein erstmal. So, wie viele Stacks Bruchstein haben wir denn? 1, 2, 3. Ich muss auch schauen, dass ich auch wieder aus der Höhle wieder raus bin. Also da ist Ende im Gelände, da war wieso Lava? Okay, dann muss ich in die Richtung. Dann stellen wir uns einfach mal hier rein, einfach mal. Das vor der Ruiz. Mache einen Screenshot, natürlich das Thumbnail für diese Folge. Und dann sage ich mal, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht und was ich vorhabe mit den Axolotl-Gehege, dann schaut in die nächste Folge rein, meine Freunde. Tschüss.